Bullseye. Leute, was geht? Hier ist wieder Dennis von 3LPT und willkommen zu einem FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Wie ihr seht, habe ich 3250 FIFA Points, die ich jetzt in Packs stecken werde. Und zunächst schauen wir uns das Team der Woche an. Also, das zu bekommen, was wir hier sehen, wäre natürlich das Ultimativste. Also, entweder Inform Sanchez, vielleicht vom Raphael, Sturridge, dann Hero Lewandowski, dann Kameni, der zusammen mit Enyama in fast jedem Team of the Week ist. Mustafi natürlich. Und auf der Bank verbirgt sich noch Ben Arthur. Also einen von denen zu bekommen, das wäre natürlich Ultimate. Ja, mein Team bis jetzt ein billiges MLS-Team. Und unverzüglich fangen wir an und greifen doch direkt zum ersten Set. Und Potuk. Okay, das ist natürlich enttäuschend. Der wird nichts wert sein, aber tun wir trotzdem mal auf die Transferliste. Und man darf gespannt sein, was sich hier verbirgt. Und es ist Abeloa. Hoffen wir mal, dass da was wert ist. Einfach auf die Transferliste packen. Mitrovic wird nichts wert sein. Mein bester Spieler war bis jetzt Carlos Vela. Geht besser, aber schauen. Und Thorgan Hazard. Also 100k sollte ich am Ende schon haben. Das ist ja schon mal zu erwarten bei 3000 FIFA Points. Und das ist Gilo Boggi. Okay, der hat ziemlich gute Stats und spielt bei Chelsea. Der sollte für ganz schön was weggehen. Also, bis jetzt habe ich zu FIFA 16 so eine geteilte Meinung. Teilweise mag ich es und teilweise auch nicht. Ah. Okay. Das ist Ola. Nein, das ist Joshua Joe. Den kenne ich nicht. Oh! Direkt zwei Squad Fitness Styles. Ja. Ja, so irgendwie das Gameplay ist so lala, finde ich. Es ist zwar gut, dass sie jetzt die Pace Abuse Leute rausgebracht haben, aber das ist alles viel zu langsam, finde ich. Das passt gar nicht so zum Spiel. Arias, okay. Ja, was war das denn jetzt? Okay, das sah jetzt irgendwie komisch aus. Als hätte ich irgendwas Wertvolles gekriegt und die haben es dann im Nachhinein wieder zurückgezogen. Den Backbone behalte ich mal. Ach, behalten und dann Transfer ist egal. Messi drauf, Messi drin. Hahaha. Ah. Origi nehme ich. Und Talisca. Und ein Torwart. Tataruzanu. Was weiß ich. Und Marcelo, ja, Großkreuz ist nichts wert, das weiß ich. Ich hatte nämlich am Anfang ein Super League Team. Und da ist eigentlich niemand mehr was wert. So, enttäuschend. Noble. Aha. Ja, gut, die Manager-Ligen sind generell nie was wert. Komm, einfach mal so ein richtig geiler Spieler über 84, sagen wir einfach mal. Das wäre doch mal was Tolles, oder? Ah, aber da macht EA nicht mit. Ach, ist das Käse. Kommt schon, EA, bitte, bitte gib mir was, EA. Bitte, bitte. Ah, nicht mal Rare. Wow, Rogers. Wow, Rogers. Wow, 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 Rogers. Ah. Vielleicht ist er jetzt ja mehr wert, weil er von Liverpool gesackt wurde. Blazikowski, haha. Oh, das ist... okay. Das ist ein gutes Pack.
Also ich wollte jetzt aus Spaß Blaschikowski sagen, weil er ja nicht mal bei Dortmund ist und ich wusste jetzt nicht, wohin er gegangen ist, aber jetzt sind wir bei Florenz. Deshalb Palacio kann was wert sein, dann Blaschikowski ist auch was wert bestimmt und auch Meunier. Also drei Rare-Spieler und alle relativ gut. Ach man, ein Inform wäre doch voll geil. Sei doch mal ehrlich, EA, seid doch mal ehrlich. Das wäre doch voll geil, wenn ihr mir jetzt ein Inform schenkt, oder? Oder René Adler, das ist... Ach du Scheiße, okay, auch noch ein Troll Pogba. Das ist ja fantastisch. Park Joho. Der ist sicher nichts wert. Obwohl er bei Dortmund bis jetzt eigentlich ziemlich gut war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ivy Lane entweder immer Gold oder Bronze war, aber nie Silber. Also das hat sich schon mal geändert. Die Musik in FIFA 16 finde ich auch richtig geil. Komm. Aha. Na gut, der sieht trotzdem. Wo spielt denn der? Welche Liga? Oh. Liga Adelante. Ich dachte erst Liga BFA. Und Powerhouse ist auch immer bei mir gern gesehen. Messi drauf, Messi drin. Okay. Ah, wieder Brandon Rodgers. Dann geht mir auf den Sack. Ich gucke auch immer nach gut aussehenden Trikots, aber die sind eher nicht so mein Fall. Und Luke Shaw. Der ist bestimmt was wert. Und Alex. Drei von den Premium Gold Sets und ein normales. Mbenge oder so. Mbenge, kenne ich nicht. Boland hat für ein ZDM komische Stats, aber vielleicht ist er ja trotzdem was wert. Generell bei Pace muss man mal gucken. Schon wieder RS zu RF. Ah. Okay, jetzt noch zwei Premium Gold Sets. Und Valencia! Das sieht man noch gerne. Also er ist zwar in der Gesamtwertung schlecht, aber vielleicht ist er trotzdem was wert. Vielleicht nur bei Verträgen oder sowas. Dafür sind wir die Menschen da. Und Vasquez und Alessandrini ist auch bestimmt noch was wert. Der da nehme ich auch mit. Aber das war ein Vertrag. Egal, nicht schlimm. Okay, das letzte Set des Pack Openings. Insgesamt enttäuschend, aber es geht schlechter, sagen wir mal so. Und Perez. Oho! Wo spielt der? Ah, in der Belgian Pro League. Ja, der sieht aber nicht schlecht aus. Okay, das sieht man auch selten. Joa. Gut, damit hat sich das erledigt. Ja, leider nichts Gutes bekommen, wirklich. Gehen wir nochmal auf die Transferliste und schauen uns an, was wir alles bekommen haben. Simon, wie heißt er eigentlich? Moses Simon, dann Alessandrini, Luke Shaw, Valencia, Michel Macedo, Meunier, Palacio, Blaschikowski, dann Brandon Rodgers, Pogba, Talisca, Gilo Boggi, Origi, Abeloa, Backbone, den ich ja in meinen Verein tun wollte, dann Joshua John, Torgen Hazard und das war's soweit. Es geht auf jeden Fall schlechter, wie gesagt. Okay, also vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht mache ich noch eins in Zukunft. Mal schauen. Und ja, dann sage ich mal ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.